Recht herzlich willkommen zur 151. Folge von Avorion. 151. Folge, habe ich gesagt, ne? Aber es war wieder mal super schwer zu verstehen. So, wir wollen, wie heißt das Zeug? Xanion abbauen. Da sind wir jetzt auf der Reise und ich sehe, da oben ist irgendwie ein Symbol. Was sagt uns das denn hier? Du hast eine ungelesene Mail. Ach so, die Einführung. Name Airlining Design Fastag, you can mine the ores from our streets and have the refining done at stations. That's way more. The machine mining laser do it. Check it out yourself. Ja, machen wir. Okay, dann ist das schon mal geklärt. Wir fliegen da hinten hin, wo. Sag schon. Asteroiden sind. Das Tor ist das angewählt, sieht so aus. Aber wir wollen ja erstmal was abbauen, ne? Schauen wir mal, was es da so gibt. Wir haben irgendwie was nicht eingebaut, damit sehen wir ja gar nichts. Das war Transporter-Software, das ist der das Bergbausystem. War der C43, war der das? Ja. Dann bauen wir mal das Bergbausystem da gerade ein, damit wir sehen, was da in den Asteroiden drin ist, ne? Hat der das jetzt angenommen? Okay, ich sehe jetzt nichts, aber ist auch egal. Ich sehe auf jeden Fall selber was, sagen wir es mal so. Wir haben blaues, wir haben grünes, wir haben gelbes. Alles da, ne? Ah, da, jetzt ist ein Symbol da. Wir waren wohl zu weit weg. Und in dem steckt wohl viel dran. 2 und 3, 2 und 3 und 1 aus. Okay, da müssen wir wohl näher ran. Okay, da sehen wir das grüne Zeug in der Mitte. ...5000 auf einen Schlag weg. Eigentlich brauchen wir das nicht mehr weitermachen, ne? So, da ist der nächste. So, da geht das ab. So. Ne, das ist noch eine Ecke, die müssen wir auch noch haben. Jetzt haben wir ihn aber abgebaut, ne? Und jetzt hier das Gelbe. Ist da was drin oder nicht? Stopp mal, das ist... Das ist ja so ein richtiger, ne? Den kann man aber nicht einnehmen, oder wie war das? Weil das ein besonderer Dingens ist, ne? Das ist doof. Ja, leider ist der nicht einnehmbar, also ist er abbaubar. Okay, da geht jetzt die Sache richtig hoch. Dieser doofe Dingens davor, der ist jetzt gerade ein bisschen doof.
Ja. Ja, da haben wir ordentlich abzubauen hier. 71.000 Zanion, das ist schon eine Ecke, ne? Da ist ein bisschen mehr dran, ne? Noch 70.000. Kriegen wir das alles? Eigentlich schon, ne? Wenn wir den passenden Laser, obwohl wir müssten den Zweier ausschalten, ne? Dann kriegen wir mehr, oder wie war das? Weil die zerstören ja nur und dann wird nichts abgebaut. Der Dreier ist ja unser passender Laser, der das auch abbaut. Sieht es so aus, als ob das jetzt auch besser geht? Könnte sein, ne? Oder? Weiß nicht. Ja, ich glaube, ist schon richtig so. Auf jeden Fall bauen wir genug ab jetzt. Ist auf jeden Fall ein dicker Brocken, den wir jetzt hier abzubauen haben, ne? Muss man auch mal Glück haben, ne? Dass man sowas findet. Automatisch geht er nicht, ne? Nein, das sind die anderen beiden nur. Na dann. 8.000. Wir bohren uns da so durch, ne? Das glockert ganz gut, ne? Elftausend. Und 57.000 ist noch da, das ist das Krasse. Ja, ist so eine richtige Abbaufolge jetzt natürlich, ne? Könnte man auch offline machen, ne? Okay, 3.700 haben wir bezahlt bei 11 Millionen, das geht, ne? Können wir mit leben. Den Knopf die ganze Zeit zu drücken ist schon ganz schön schwierig. Irgendwo ist der Finger krumm. Zip, 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 zip. Okay. Immer wieder schön abzubauen. 52 sind immer noch da. Im Zentrum muss wohl dicker, fetter Brocken sein, den wir da abbauen können, oder was? Neunzehntausend. Läuft, ne? Eisenerz haben wir auch abgebaut, der dahinter ist. Krass.
ist wieder ein bisschen mehr. Über 21.000 schon. So ein dicker Brocken, ey. Okay, jetzt ist der Zähler bei 0 wieder angelangt. Also 1600 zeigt er an, die über 20.000 sind jetzt weg. Hat wohl gerade eben zu lange gedauert, bis wieder was drauf kam, oder wie sehe ich das? Kurz einmal Erholung für den Finger. Einen anderen ausgewählt. Also Finger. Ja, jetzt sieht man hier, gleich geht das rechts weg, wenn der Balken... doch, hat geklappt noch. Ja, ist schon krass, ne? So viel. Ja, und es gibt nichts zu erzählen dazu. Ja, die Artefakte, das können wir nochmal ansprechen. Da gibt es ja viele 8 Stück an der Zahl und die uns dann irgendwann da den Weg freimachen durch die Barriere. Da gibt es dann irgendwie den, ach, keine Ahnung wie der jetzt heißt, den, ich glaube, den haben wir auch schon getroffen. Ne? Das war ja irgendwo im Sektor, wo wir den erwischt haben. Der muss da in der Nähe noch sein, haben wir glaube ich auch aufgeschrieben, Endboss. Und der hat ein Artefakt und es gibt so ein paar Missionen, die man erfüllen muss. Rohstofflieferungen bei der einen Sache, dann kriegt man was. Bei dem anderen muss man Koordinaten abfliegen, um diesen Exodus-Geschichte zu erledigen. Da gibt's dann was. Ja, ich weiß gar nicht alles. Das ist alles noch auf dem Programm, das müssen wir alles noch machen. Wir sind im Endeffekt in der Richtung überhaupt nicht unterwegs gewesen. Wir haben einfach nur Bock gehabt, rumzufliegen, abzubauen, ein bisschen größer zu werden, etc. Mehr haben wir überhaupt nicht gemacht, ne? Vielleicht sollten wir überlegen, dass wir da mal jetzt denn demnächst hingehen. Aber wir brauchen erstmal hier so ein bisschen von diesem Material. Wir sind ja schon ganz gut hier unterwegs mit dem gelben Zeug. Aber wir haben noch 30.000 abzubauen, ne? Ja, jetzt ist gerade wieder resettet. 70 hat er gehabt, wir haben noch 30 vor uns und weg. Ich weiß aber auch nicht, wie viel wir haben, müssten wir erstmal gucken, ne? Okay, das müssen wir auch noch raffinerieren. Okay, na dann. Machen wir auf jeden Fall erstmal ab. Und der wird aber auch nicht kleiner, ne? Das ist das Problem. Ja, er wird schon kleiner, ne? Wie will der da rauskriegen, ist dann noch die andere Frage, ne? Tja. Läuft, ne? 22 noch.
Irgendwann sagt er gleich voll. Weiß gar nicht, wie viel Frachtraum wir noch frei haben. Sollten wir vielleicht mal gucken, oder? Okay, da geht noch was. Pitch, okay. Ja. Krass, was da so jetzt abzubauen ist. Und die Zeit, die rennt uns natürlich, ne? Viertelstunde schon rum, ne? Folgenlänge haben wir schon eigentlich erreicht. Aber wir bauen den noch zu Ende ab. Obwohl es total lahmarschig ist, hier zuzugucken, ne? Ist ja jetzt nicht so der Bringer, ne? Noch 16.000 müssen wir abbauen. Viertausendzweihundert. Ah, jetzt sind wir mal irgendwo angestoßen, ne? Passt aber schon, egal. Das war wohl ein größeres Stück, was wir gerade abgebaut haben. Einfach mal abbauen. Und dann umwandeln. Und wenn wir es umgewandelt haben, dann bauen wir was Schickes raus. Oder wie ist das? 1000, 10.000 müssen wir noch. Ja, das ist so ein klockerndes Geräusch, ne? Jetzt wird das Ding langsam aber kleiner, sichtlich kleiner. Ersichtlich kleiner? Wahrscheinlich hört sich das besser an, ne? Jetzt sind wir schon durch. Ja, ich weiß gar nicht, was vom Xanit, ne, Xanion rauskommt, was speziell ist. Von dem Blauen, da war ja Dingens hier, sag schon, der Docking Port. Vom Gelben weiß ich nicht. War das der Hyperantrieb, der da gut von zu bauen war? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kommen wir dem Ende näher. Noch 3000 Mana war drin. So, jetzt sieht es schon langsam aus wie ein kleiner Asteroid. Tausenddreihundert noch. Der driftet schon weg. Und alle. Ja. Sollen wir gerade noch den machen? Den machen wir auch noch gerade kommen. Wenn wir schon in der Nähe sind, können wir den gerade auch noch aufnehmen. Der ist auch noch weg. Da ist noch was. Jetzt haben wir den auch abgebaut. So, und jetzt ist noch Eisen vor der Nase. Und wenn wir schon gerade da sind, der geht natürlich ganz schnell abzubauen mit dem Laser, ne?
Zack, 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 und das Eisen ist abgebaut. So, machen Sie den Weg frei. Ach, hier ist noch einer in Grün. Komm, den kriegen wir auch noch schnell hin. Und weg ist er. Und wir fliegen raus. Jo, jetzt sind wir soweit. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir ein Ressourcendepot haben. Und da schon wieder so ein gelber ist, bin ich jetzt schon wieder gewillt, den da auch noch abzubauen. So. Der hat nochmal 15.000, ne? Ist ja auch nicht wenig, ne? Ja, und der Kern ist natürlich schwierig abzubauen, ne? Die Außenschichten, die sind dünner. Die sind ja gekrümmt zum Beispiel, ne? Ja. Gleich sind wir bestimmt auch irgendwann voll. Und dann ist das so. Oh, ich muss mal einen Handwechsel machen. Der Finger mag nicht mehr. Ein Drittel haben wir. Meine Eins, ja. Wir haben auch noch irgendwelche Schiffe, die wir auch noch gar nicht weiter losgeschickt haben, ne? Ist auch noch nicht so ein Ding, ne? Das müssen wir auch noch in Angriff nehmen. Das war schon was Größeres jetzt gerade. Nächste große Platte weg. Das ist wieder ein dickeres Ding, was wir da gerade abbauen. Tausende da noch drin. 5,3. Das war schon die halbe Miete, die wir gerade geholt haben. Das war auch noch ein ganz großes Stück. Jetzt geht der Rest. Ein bisschen die Kruste noch abgebaut und dann war's das, oder? Noch das Teil und dann ist alle. So, dann haben wir das auch gekriegt. Jetzt müssen wir nur gucken, wo das Ressourcendepot ist zum Raffinerieren. Oder heißt das Raffinieren? Keine Ahnung. Da oben ist es irgendwo. Ist es das da? Ja. Was hat denn das noch für Aufgaben da? Schwarzes Brett. Freie Sklaven. Was sind das für eine Aufgabe? Traffickers kidnapped some of our people. They were lost more old males, female and children. We discovered the hideout of these traffickers, but we fear they will take our people hostage or even kill. Or even kill them if one of our ship comes close. If you help, you have our endless gratitude. Ich glaube, das sollten wir machen, weil wir dann ganz viel Dingens kriegen, ne? Wie heißt das? Die Ulite werden dann die Beziehungen sicher sehr stark verbessert.
Track is getting some of our people, ja. Vielleicht sollten wir das mal annehmen. Aber freie Sklaven, das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Und bitte geh in Sektor minus 130, 157, befreie unsere Familien. Okay, ich fliege aber jetzt gerade dahin und mache erst das Ding ins Wechseln und dann machen wir die Mission, ne? Ja, gut, dann 77 Kilometer sind das weg, okay, na, ist noch ein bisschen hin. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch ein Abo, damit ihr dann schneller bei mir seid. Falls euch weitere Videos zufliegen sollen, dann macht die Glocke an, damit ihr das mitkriegt, wenn ich was hochlade. Kommentare sind wie immer herzlich willkommen. Das, warte mal, das muss ich auch noch gerade gucken. Der Thomas Stehle, der war so nett und hat schön viel geschrieben. Das hat mich sehr gefreut. Das ist immer wichtig, dass es Kommunikation in der Hinsicht gibt. Dann komme ich auch in meinen Trott raus, denn ich hätte jetzt einfach weiter geflogen, noch weiter entdeckt und ja, jetzt bin ich dann wieder auf dem Weg, dass ich weiß, was ich machen muss. Artefakte finden, damit wir über die Barriere irgendwann kommen. Ne? Das ist ein sicheres Ziel. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich nochmal. Bis dann. Tschüss.